Hallo und herzlich willkommen zur letzten Mission von Titanfall. Wir fangen jetzt dann hoffentlich gleich mal an, da wenn die Zeit abgelaufen ist. Ich habe die letzte Folge abgebrochen. Da sind nämlich lauter Leute rausgegangen und ich hätte nochmal 90 Sekunden warten müssen und nochmal 90 Sekunden warten müssen und nochmal 90 Sekunden warten müssen. Und das will ich euch natürlich nicht antun. Und ja. Mir fällt gerade auf, die Einsatzbesprechung fehlt. Ups, die war dann in der letzten Folge mit dabei. ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Die habt ihr ja eigentlich schon mal gehört. Und wahrscheinlich ist euch nicht mal aufgefallen. Ich werde jetzt auch wieder zu meinem eigenen Piloten 1 gehen mit der Smart Pistol. Kann ich den eigentlich umbenennen? Nein, kann ich nicht. Kommen wir nämlich mit der Smart Pistol einfach besser klar. So, erstmal sagen, die sollen sich anstrengen, weil ich an dem aufnehme. Die sollen sich anstrengen, ich will nicht verlieren. Hammond Robotics. Sieht aus wie ein On-Knopf oder ein Ausknopf mit einem H. Oh, den man kann bei den Steuerkonsolen Datenmesser benutzen, das wusste ich nicht. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass wenn die anderen das kontrollieren, ich einfach ein paar Mal drauf knallen muss und dann gehört es zu uns. So kam mir das irgendwie rüber. Die Miliz versucht über nicht autorisierte Remote-Terminals unsere Spectre-Produktion zu stören. Verschaffen Sie Blisk Zugang, damit er sie dort unten mit Spectres unterstützen kann. Sobald wir die Kontrolle haben, werden alle Spectres auf dem Fließband aktiviert. Und die Terroristen sind festgesetzt. Angriff! Hier ist Mayhem 2-1. Erste Spectre-Squad ist am Boden und greift an. Ich müsste da hoch. Das ist ein Hardpoint-Einsatz. Wir müssen unsere Spectre-Verstärkung aktivieren. Aber die Terroristen haben unseren Hauptrechner gehackt. Sichern Sie die Terminals. Warnung. Pilot, wir schalten in 2 Minuten Einsatzbereich. Wir haben Hardpoint Alpha übernommen. Hardware da zählen die Einnahmepunkte mehr als meine Kills. Was soll das? Charlie. Wir verlieren Alpha. Eine unserer Einheiten hat Hardpoint Charlie besetzt. Wir haben Alpha verloren. Ja, dann gehen wir mal zu Alpha. Bright. Ich weiß doch gar nicht, wo ich jetzt damit hin kann, aber... Wir verlieren Bravo! Ich geh mal hier. Charlie steht unter Beschuss! Voll drüber! Hardpoint, Charlie ist offline! Alle Einheiten! Charlie sofort zurückerobern! Was soll denn? So. 2 von 3 sind nicht schlecht, Pilot, aber ich will 3. 2 von 3 sind nicht schlecht, Pilot, aber ich will 3. Hier ist Graves. Können Sie mich hören? Was wollen Sie? Ich will den Krieg beenden. Echt? Dann kämpfen Sie härter.
vielleicht doch statt. Wenn sie alle Gegner töten, wird der Krieg schnell vorbei sein. Stimmt doch, die. Sehr gut. Wir halten alle drei Hardpoints. Bald kontrollieren wir sämtliche Spectres in der Fertigungshalle. Sichern Sie die Terminal. Pilot, der Hardpoint gehört uns, aber der Feind schickt Verstärkung. Schubsystem online. Für ungebremsten habe ich jetzt gelesen. Unbegrenzt, also. Chat-Schub. Ah, voll drüber. Charlie steht unter Beschuss. Warum brennst du denn weg? Ich hab Charlie verloren. Achtung, empfehle Regeneration. Nicht wir sollten gegeneinander kämpfen, Link. Der wahre Feind ist die Maschine. Woher wissen wir dann, wer von uns der Bessere ist? Kein Mensch ist besser als der andere. Falsch. Töten das Sie ist mich, ja lustig. Sind Sie besser? Töte ich Sie, bin ich besser. Okay, ich hab Zugriff. Neutralisiere feindliche Spectres in der Umgebung. Kontrollieren den Hardpoint Charlie. Wir verlieren Bravo. Kritischer Schaden. Deckung. Oh, kriegst du mal zwei so Ladungen rein und dann bumm. An alle Einheiten, ich bin drin. Deaktiviere feindliche Spectres in der Nähe des Terminals. Na, fast. Wir haben Bravo. Charlie steht unter Beschuss. Hardpoint neutralisiert. Deaktiviere feindliche Spectres in der Nähe des Terminals. Wo ist denn Charlie? Charlie ist da hinten. Hardpoint Charlie ist offline. Alle Einheiten, Charlie sofort zurückerobern. Bin schon auf dem Weg. Oder auch nicht. Pilot, Sie nähern sich Bravo. Feindkontakt möglich. Hardpoint Bravo, das gibt's doch nicht. Sofort sichern. Alpha ist auch gleich weg. Wir haben Bravo verloren. Wir sichern Alpha. Wir haben Alpha. Angriff. Achtung, die FM-Zeit ist in 30 Sekunden einsatzbereit. Achtung, die FM-Zeit ist in 30 Sekunden einsatzbereit. Das Dach. Wir sichern Bravo! Wir haben Bravo verloren! Vorwärts! Schalten Sie sich auf ihn drauf! Kein. Weg! Weg! Reinitialisierung bei 70%. Unbefugte Benutzer werden von Haufenrechner entfernt. Produktion wird aufgesetzt. Blisk, sie kämpfen mit Maschinen, die an gar nichts glauben. Sie sind nicht loyal. Nur gegenüber dem Operator. Was wissen Sie denn von Loyalität? Sie wechseln ihre Uniform wie andere Leute ihre Socken. Am Ende haben gesichtslose Maschinen und Leute wie Sie, die nur für Geld kämpfen, keine Chance. Sie bekämpfe ich gratis, Graves. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Na komm raus da. Dieser Hardpoint gehört uns, aber der Feind rückt bereits vor. Beschützen Sie das Terminal. Oh, ja, aber damit nicht nur. Es gäbe nichts. Mann, ist doch nicht viel los.
unter Beschuss! Charlie steht unter Beschuss, dann gehen wir mal zu Charlie. Charlie. Aber Charlie. Wir sichern Alpha. Wir sichern Bravo. Ich bin drin. Deaktiviere feindliche Spectres in der Nähe des Terminals. Charlie sein. Pilot, Sie nähern sich Bravo. Feindkontakt möglich. Wir haben Alpha. Wir haben den Sieg erzwungen. Alle intakten Spectres unter Kontrolle. Selbstzerstörungsmodus aller inaktiven Spectres aktiv. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Aerobotics kennt die Antwort. Solaraktivierung, synthetische Biologie und Mikrokybernetik sind nur. Alle Spectre-Einheiten attackieren bei Feindkontakt im Selbstzerstörungsmodus. Empfehle 10 Meter Sicherheitsabstand. Übertragung mit dem Feind wird beendet. Das hat ohnehin zu nichts geführt. Seine Truppen waren stärker. Ich wiederhole. Selbstzerstörungsmodus aller inaktiven Spectre-Einheiten aktiviert. Lebt nur noch einer, aber ich weiß nicht, wo er ist. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Achtung IMC-Truppen. Hier spricht Ihr Vice Admiral. Rufname Spyglass. Die Zerstörung von Demeter und der Verlust vieler Robotikfabriken haben uns in die Defensive gedrängt. Auch wenn die Verstärkung aus den Kernsystemen uns nicht erreichen kann, sind wir laut der Kampfprognosen immer noch eine effektive Streitmacht. Unsere Garnisonen sorgen im Grenzland weiter für Ordnung. Bis zur Ablösung werden wir wachsam bleiben. Wir passen uns an und erzwingen den Sieg. Ja, doch nicht so mit Platz 1. Ich war einfach immer zu langsam bei den Hardpoints. Das sieht man ja beim anderen, der hat dann 2050 oder so auf Angriff gehabt, der war halt öfter mal vorne mit dabei. Ich bin, ja, immer zu spät eingetroffen. Aber naja, egal. Hauptsache gewonnen. Gut gemacht, Pilot. Du hast die Titanfall-Multiplayer-Kampagne abgeschlossen. Du kannst jetzt schneller Spiel im Menü Kampagne spielen auswählen. Du kannst auch Missionen wiederholen oder den klassischen Multiplayer spielen. Wir haben den Ogre freigeschalten. Super, du hast die Titanklasse Ogre freigeschalten. Ein 365 Kilo schwerer Gorilla von Hammond Robotics. Der Ogre ist wegen seiner Größe und seines Gewichts eher langsam, verfügt aber über hervorragende Panzerungs- und Schildsysteme. Und wer eine derart robuste Panzerung hat, muss nicht schnell sein. Für Stufe 20 hat's nicht gereicht. Aber wir haben ein Plasma Raygun Magazin freigeschalten und dann doch noch ein paar Herausforderungen abgeschlossen. Gut. Eine Stunde lang folgende Waffe benutzen. Ja, das ist mehr als 95% meiner Spielzeit, glaube ich. Egal. So, wir können, wenn wir jetzt Kampagne spielen, einfach schnelles Spiel machen. Das heißt, wir steigen wahrscheinlich irgendwo ein. Oder wir können hier einfach den klassischen Multiplayer noch spielen. Aber das seht ihr dann alles in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, neue Folge Titanfall. Bis dahin, tschüss.